Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um das Neuroleptikum Pipamperon. Ich werde diesmal den Schwerpunkt auf die Einnahme bei älteren Patienten legen. Wenn Sie eine kürzere Version hören möchten, dann lege ich Ihnen den Link zu Pipamperon Basic hier unten mit rein und dann kann es jetzt losgehen. Das Pipamperon zählt als schwachpotentes Neuroleptikum. Das bedeutet, dass es nicht stark wirksam gegen Psychosen ist. Es wird meistens angewandt bei einer inneren Unruhe oder aber auch bei Schlafstörungen, auch bei psychomotorischen Erregungszuständen. Je nach Indikation werden unterschiedliche Dosierungen angewandt. Man sollte dabei immer bedenken, dass bei älteren Patienten, wenn möglich, immer erst mit der halben offiziellen Dosierung begonnen wird, weil das ältere Gehirn etwas empfindlicher auf Neuroleptika reagieren kann. Deshalb sollte man da ein wenig vorsichtiger einschleichen. Das Pipamperon gibt es ja sowohl als Saft als auch als Tabletten. Es kann unabhängig vom Essen eingenommen werden, das heißt, dahingehend muss nichts beachtet werden. Die maximale Wirkstärke, die ist so etwa nach 2 Stunden zu erwarten. Es gibt keinen signifikanten Unterschied, ob jetzt Tabletten oder der Saft schneller wirksam sind. Allerdings ist im Saft der Wirkstoff schon in gelöster Form. Das heißt, von der Tendenz wird das etwas schneller wirksam sein. Das Pipamperon gehört zur Substanzklasse der Butyrophenone. Wie eben erwähnt, ist es ein schwach wirksames Neuroleptikum. Das bedeutet, es wird eigentlich nicht bei Psychosen eingesetzt. Man nutzt hier mehr diese dämpfende, beruhigende, sedierende Wirkung aus. Es wird gerne angewandt, um einen Patienten etwas ruhiger zu machen. Und es hat auch eine schlafanstoßende Wirkung. Das Pipamperon wird bei älteren Patienten zum Schlafen benutzt, weil es nicht zur Abhängigkeit führt, aber trotzdem hat es Nebenwirkungen und auf die werde ich jetzt eingehen. Heute werde ich einmal die Nebenwirkung und die Wechselwirkung ein wenig zusammenfügen, weil sie doch häufiger streng miteinander verbunden sind. Als erstes sei hier zu nennen, dass es zu einer Beeinträchtigung der Teilnahme am Straßenverkehr kommen kann und auch zum Bedienen von Maschinen. Besonders am Anfang der Therapie oder bei einer Dosiserhöhung sollte man da immer sehr vorsichtig sein, weil das Pipamperon, wie eben erwähnt, beruhigend wirkt, schlafanstoßend wirkt und es unter der Einnahme auch zu einem Blutdruckabfall kommen kann. Das heißt, besonders am Anfang und auch bei älteren Patienten sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn es natürlich zur Nacht gegeben wird, ist das nicht relevant. Aber wenn es auch tagsüber angewandt wird, sollte man sich erstmal da selber im Blick halten und nur wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man es gut verträgt und keine Nebenwirkung hat, dann steht dem Ganzen nichts im Weg. Die Angabe der Häufigkeit der Nebenwirkung ist beim Pipamperon nicht immer gegeben. Die häufigste Nebenwirkung, die vorkommt, ist das sogenannte Zahnradphänomen. Das ähnelt Parkinson-ähnlichen Symptomen. Dabei kommt es zu einer Versteifung der Muskulatur und die Bewegungsabläufe scheinen dabei nicht mehr so flüssig. Es kann zu ruckartigen Bewegungen kommen, es kann auch zu Gangstörungen kommen und auch zu Muskelkrämpfen. Das ist auch wichtig für Patienten, die an Epilepsie leiden, denn da kann dieses Krankheitsbild durch ein Neuroleptikum verstärkt werden. Auch bei einer Parkinson-Erkrankung kann diese durch das Pipamperon verstärkt werden, weil es konträr zu den Medikamenten wirkt, die man bei einer Parkinson-Erkrankung gibt. Das kann natürlich auch besonders bei älteren Patienten die Sturzneigung erhöhen, genauso wie die Nebenwirkung der Schläfrigkeit, die man ja manchmal auch als Hauptwirkung haben möchte. Die betrifft in etwa jeden 5.
Durch eine mögliche Erhöhung des Hormons Prolaktin kann es bei Frauen dazu kommen, dass es zu unregelmäßigen Zyklen kommt, bis hin zum Ausbleiben der Menstruation. Es kann auch zu einem Austritt von Milch aus der Brust kommen und bei männlichen Personen kann es zu einer Vergrößerung der Brustdrüsen kommen. Das ist beim Pimpamporon nicht so häufig wie bei anderen speziellen Neuroleptika. Genauso sind hier auch wieder die typischen Nebenwirkungen, wie bei allen Medikamenten zu nennen, die gastrointestinalen Nebenwirkungen. Das bedeutet, es kann zu Übelkeit, schlimmstenfalls zu Erbrechen oder aber auch zu Durchfall kommen. Auch die Haut, etwa jedes 10. bis 100. kann auf das Pimpamporon mit Juckreiz reagieren. Häufig kann es auch zu einer orthostatischen Hypotonie kommen. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel morgens aus dem Bett aufsteht, ist es normalerweise so, dass das Blut in den Beinen versacken würde. Da hat der Körper aber einen Gegenregulationsmechanismus, sodass er seine Gefäße enger stellt, wodurch der Blutdruck stabil gehalten wird. Im Falle des Pimpamporons kann es sein, dass dieser Regelkreislauf nicht so gut funktioniert und der Blutdruck dann gerade beim Aufstehen absackt. Da spricht man so etwa von 20 mm Hg bei dem oberen Wert. Das bedeutet, gerade bei älteren Patienten, die Pimpamporon anwenden, sollte man immer schauen, dass diese Nebenwirkung nicht zum Tragen kommt und diese Patienten oder sich selber dann gut beobachten, wie man nach dem Aufstehen reagiert, weil das natürlich auch die Chance auf einen Sturz erhöht. Häufig, das betrifft etwa jeden 10. bis 100., kann es auch dazu kommen, dass es zu einem schnelleren Schlagen des Herzens kommt, zu einer Tachykardie oder aber auch zu Herzrhythmusstörungen. Der Grund dafür ist, dass das Pimpamporon die QT-Zeit verlängern kann. Das ist ein bestimmter Wert, den man im EKG messen kann. Die Chance, dass man diese Nebenwirkung entwickelt, ist bei Frauen etwas erhöhter als bei Männern und auch bei älteren Patienten etwas erhöhter als bei jüngeren Patienten. Bestimmte andere Medikamente, die ich hier mal einblenden werde, die können dieses Risiko, dass man zu einer Herzrhythmusstörung entwickelt, die auch bis hin zum Vorhofflimmern führen kann. Diese Medikamente, die können das Ganze verstärken. Das heißt, es ist wichtig, dass besonders am Anfang einmal eine EKG-Kontrolle gemacht wird. Aber spätestens dann, wenn zum Beispiel ein zweiter Wirkstoff mit dazukommt, denken Sie auch immer daran, dass natürlich das Risiko, diese Nebenwirkung zu entwickeln, auch steigt, wenn die Dosis des Pimpamporons erhöht wird. Das Schwierige daran ist, dass man diese QTC-Zeitverlängerung als Patient nicht wirklich wahrnimmt, wenn es da schon zu einem Herzpochen oder zu Schwindel oder zu einer inneren Unruhe kommt. Das sind dann schon Symptome. Dabei kann diese Verlängerung dann schon ein wenig fortgeschritten sein. Man möchte diese Nebenwirkung verhindern, weil es dadurch auch zu einem Kammerflimmern kommen kann. Sie sollten auch bedenken, dass bestimmte Diuretika-Klassen dazu führen können, dass Kalium vermehrt aus Ihrem Körper ausgeschwemmt wird und ein erniedrigter Kaliumspiegel, der kann Herzrhythmusstörungen auch wieder fördern. Und auch bei einem angeborenen QT-Syndrom sollte Ihr Arzt unbedingt davon wissen, damit er für sich dann die Therapie genau abwägen kann. Allgemein kann es durch Antipsychotika zu Ödemen kommen, zu Wassereinlagerungen in Ihrem Körper. Wenn das bei Ihnen in einem zeitlichen Zusammenhang steht, kann das Pimpamporon die Ursache dafür sein. Genauso ist die Chance auch ein wenig erhöht, dass es zu tiefen Beinvenenthrombosen kommt. Wenn Sie dahingehend eine erbliche Vorbelastung haben oder Thrombosen in der Vorgeschichte, dann ist es wichtig, dass Ihr Arzt davon weiß, um da wirklich das Nebenwirkungs- und Wirkungsprofil gegeneinander abzuwägen. Ganz selten kann es auch zu tardiven Dyskinesien kommen. Was ist das? Das ist eine unkontrollierte Bewegung des Gesichtes oder des Mundes oder der Zunge. Das kann sowohl nach einer Langzeiteinnahme stattfinden, als auch beim Absetzen des Wirkstoffes. Das Schwierige an dieser Nebenwirkung
Nebenwirkung ist, dass das nicht unbedingt reversibel ist. Das bedeutet, wenn der Wirkstoff abgesetzt wird, kann man nicht ganz sicher davon ausgehen, dass diese Symptome wieder verschwinden. Wenn das Ihnen aufgefallen ist oder aber auch bei einem Angehörigen, ist es ganz wichtig, dass Sie das unbedingt bei Ihrem Arzt ansprechen. Als letztes ist es mir noch wichtig, drei Punkte hier anzusprechen, die besonders die älteren Patienten betreffen. Als erstes ist es mir wichtig zu sagen, dass das Bipamperon nicht zugelassen ist zur Behandlung von Verhaltensstörungen bei einer Demenzerkrankung. Wenn Sie bei einem Angehörigen vielleicht festgestellt haben, dass das Bipamperon angewendet wird, um den Patienten etwas zu beruhigen und Sie davon wissen, dass er eine Demenzerkrankung hat, dann sprechen Sie den Arzt bitte nochmal auf diese Tatsache an. Darüber hinaus wurde eine Studie gemacht an Demenzerkrankten, die bestimmte Neuroleptika bekamen. Diese Neuroleptika gehörten zur Klasse der atypischen Neuroleptika, wozu das Bipamperon nicht gehört. Aber da wurde festgestellt, dass Demenzerkrankte ein um dreifach erhöhtes Risiko haben, sogenannte zerebrovaskuläre Ereignisse zu bekommen. Dazu zählt zum Beispiel ein Schlaganfall oder eine kurzzeitige Minderdurchblutung des Gehirns. Man kann das nicht ganz auf das Bipamperon übertragen, aber da man es auch nicht ausschließen kann, ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten und da sollte man auch wieder streng den Nutzen zu diesem Risiko abwägen. Das ist auch der Grund, weshalb Patienten, die in der Vorgeschichte schon einen Schlaganfall erlitten haben, das Bipamperon nur unter Vorsicht anwenden sollen. Ich möchte hier nochmal auf das Thema erhöhtes Sturzrisiko eingehen. Das Bipamperon, das kann dazu führen, dass dieses Risiko erhöht ist. Das ist besonders interessant, wenn Sie sich jetzt dieses Video zum Beispiel als Pfleger angucken. Die drei Gründe, die ich bereits schon genannt habe, können das Sturzrisiko erhöhen. Als erstes, dass es zu der Sedierung kommt, dann, dass es zu Nebenwirkungen der Parkinson-ähnlichen Symptome kommen kann. Das heißt, der Gang ist nicht mehr so flüssig und das birgt natürlich auch das Potenzial, dass der Patient schneller hinfällt. Und als letztes sei da noch mal erwähnt, die orthostatische Hypotonie, besonders nach dem Aufstehen aus einem Bett oder aber auch eventuell von einem Stuhl. Das sind die drei Gründe, die Sie immer im Hinterkopf halten sollten. Und wenn Sie jetzt als Patient zum Beispiel auch gemerkt haben, ja, ich stürze häufiger oder Sie einen Angehörigen kennen, der diesen Wirkstoff einnimmt und das bei ihm beobachtet haben, dann ist das wirklich ein Punkt, den Sie unbedingt bei dem zuständigen Arzt ansprechen sollten, denn da gilt es auch wieder abzuwägen. Als drittes möchte ich hier das maligne neuroleptische Syndrom erwähnen. Bei der Einnahme aller Neuroleptika kann es zu bestimmten Symptomen kommen. Die äußern sich zum Beispiel durch eine plötzliche starke Verwirrung oder meistens durch einen Temperaturanstieg und oder aber auch durch eine Muskelversteifung. Das sind natürlich auch typische Nebenwirkungen des Bipamperons. Aber wenn Sie merken, dass plötzlich ein Temperaturanstieg dazu kommt, dann seien Sie ganz hellhörig. Dieses maligne Neuroleptika-Syndrom, das tritt meistens in den ersten 4 Wochen auf. Aber in den ersten 3 Tagen ist die Chance am stärksten, dass es sofort auftritt. Wenn das festgestellt wird, dann ist es ganz wichtig, dass das Neuroleptikum sofort abgesetzt wird und Sie sofort einen Arzt aufsuchen oder aber ins Krankenhaus gehen, weil das eine Nebenwirkung ist, die potenziell lebensbedrohlich sein kann. Sie kommt sehr selten vor, aber trotzdem, wenn Sie irgendwie etwas mit Fieber Einstieg bemerken oder einer plötzlichen Verwirrung, dann seien Sie lieber einmal mehr vorsichtig als zu wenig und lassen Sie das dann von einem Arzt abklären. Als letztes möchte ich hier nochmal erwähnen, dass das Bipamperon als Neuroleptikum recht wenig anticholinerg wirkt. Das bedeutet, es hemmt sehr wenig einen bestimmten Botenstoff, das Acetylcholin.
Aber es kann trotzdem zu einer Verstärkung, einer Verwirrung führen oder aber auch ein Delir verstärken. Das sollte man immer im Hinterkopf haben, besonders bei älteren Personen oder wenn es dann doch vielleicht bei einer Demenz gegeben wird. Und wenn man merkt, dass es dahingehend zu einer Verstärkung kommt, dann sollte auch sofort der Arzt aufgesucht werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video zu Pipamperon ein wenig Informationen näher bringen. Mir persönlich ist es immer wichtig, über die Nebenwirkungen zu sprechen, auch wenn die einen natürlich häufig davon abhalten, dann ein Medikament zu nehmen oder weiterzunehmen. Wenn Sie da irgendwie unsicher sind, dann besprechen Sie das bitte unbedingt mit Ihrem Arzt. Aber für mich ist es wichtig, dass Sie die Nebenwirkungen kennen und dann damit auch sofort wissen, wann Sie handeln müssen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie gesund werden oder gesund bleiben und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.